Hallo ihr Lieben. Ja, ich habe heute auch mal ein Glossybox-Video für euch. Und ja, ich glaube, es ist ziemlich verpönt auf YouTube, weil ich so mitbekommen habe. Was ich aber gar nicht so verstehen kann, weil ich es eigentlich gar nicht schlecht finde. Also ich finde diese Idee, 10 € zu zahlen und dann einfach ja, lustige Produkte zu bekommen, die man testen darf, finde ich eigentlich ganz gut. Ich sag mal so, am Anfang fand ich es noch ein bisschen, ja, da war ich mir noch nicht ganz sicher. Was ist das da drin? Sind da wirklich dann nur so kleine Parfümbröbchen drin und so Zeug, was man ja eigentlich im Müller geschenkt bekommt? Sind da sowas, solche Sachen drin? Und da war ich eher etwas skeptisch, muss ich schon zugeben. Habe aber dann eigentlich bei den anderen immer gesehen, dass die schon coole Sachen drin hatten, wo ich dann immer dachte, so Mist, das hätte ich jetzt alles gern gehabt. Und das hat mich irgendwie ein bisschen geärgert fast. Und ja. Da habe ich mal angefragt bei Glossybox und die haben dann gemeint, ja, sie schicken mir eine zu. Und da habe ich mich total gefreut und habe dann im Juni eine bekommen. Und zwar war das eine, da weiß ich, ich habe die Sachen jetzt leider gerade nicht alle da, aber da war zum Beispiel dieses Dermalogica oder so ähnlich, wie das heißt. Dieses Peeling war da drin. Und das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ich nehme es vielleicht nicht so gerne wie mein Peeling, aber es ist ganz interessant, mal andere Sachen zu testen. Das ist zum Beispiel so ein Puder. Das ist wie so ein Babypuder, sieht das aus, finde ich. Ich kann es euch einmal gerne mal zeigen. Ja, das sieht echt Puder. So sieht es aus. Und ja, das finde ich eigentlich schon ganz interessant. Ich habe euch auch einen Blog-Eintrag geschrieben, einen sehr ausführlichen, werde ich euch gerne in die Infobox stellen. Da könnt ihr mal meine Glossybox im Juni anschauen. Genau, Juni war das. Und da habe ich alles echt ganz gut beschrieben, glaube ich. Im Juli war ich dann im Urlaub und kam dann heim und war dann fast ein bisschen traurig, weil dann keine Glossybox mehr da war und dachte mir, ja, okay, dann kriege ich halt keine mehr. Und habe dann aber eine E-Mail bekommen über die neuesten Infos und dachte mir, Und habe dann nachgefragt und habe dann doch nochmal eine bekommen. Also die weiß ich, wo meine letzte Glossybox ist, aber ja. Auf alle Fälle habe ich jetzt eine bekommen, bin total happy. Und ich hoffe, es hat mir das wirklich nicht böse, weil ich mich wirklich freue, die testen zu dürfen. Ja, weil das einfach, finde es eine coole Sache, ich finde es total genial. Und also meine Kamera geht mir langsam auf den Senkel, die stellt ständig unscharf. Also wenn ich ständig schneiden muss, dann liegt es an der Kamera, das tut mir echt leid. Oder ich quasi jetzt einfach weiter und ihr seht mich dann unscharf. Ja. Das entscheide ich dann spontan. So, auf alle Fälle darf ich die jetzt testen und bin echt happy und ich hoffe eben, dass ihr mir das jetzt verzeiht, dass ich jetzt da ein Video drüber mache. Aber ich denke mir, es gibt halt einige oder ich selber bin auch eine derjenigen gewesen, die gern geschaut hat, die Glossybox-Videos. Und ich hoffe, ihr verteufelt mich jetzt deswegen nicht, weil ich das eigentlich eine coole Sache finde. Und ja, ich dachte, ich zeige es euch jetzt mal. Also wer sich jetzt nicht für die Glossybox interessiert, ist es wie es immer. Ihr könnt entscheiden, wollt ihr es jetzt sehen oder wollt ihr es nicht sehen. Ihr könnt auch wegschalten, aber bitte entabonniert mich nicht gleich, weil das finde ich immer sehr deprimierend. Weil, ja, ich freue mich drüber, was geschenkt zu bekommen und fände es dann echt schade, wenn dann andere dann das einem nicht gönnen. Also ich gönne auch immer jedem alles und hoffe, ihr gönnt mir das jetzt auch. Auf alle Fälle wollte ich euch mal zeigen. Also für die, die das interessant finden, bleibt dran. Und die anderen, es kommen wieder andere Videos von mir und ganz viele Nagelvideos. Und ich hoffe, dass ihr mich deswegen abonniert habt und nicht deswegen, dass ich jetzt dann so was herzeige, was ihr nicht mögt. Also, sieht aus wie immer, glossybox.de. Also Packung brauche ich nicht zeigen. Und dann, oh Moment, aber da ist die Karte drin, glaube ich. Ha, ich habe die Karte noch drin gelassen. Ich habe sie nämlich schon ausgepackt. Und zwar sieht die Box wie folgt. Ihr kennt sie, 100% liegt schon innen auswendig, aber die ist wirklich schön gemacht, richtig stabil, gefällt mir total gut. Ich bin zwar kein rosa Fan, aber damit werde ich mich abfinden. Innen drin schwarz und ich denke, ich brauche es wahrscheinlich gar nicht erklären. Kamera, kannst du bitte aufhören, unscharf zu stellen? So. Innen drin, wie auch alle höchstwahrscheinlich schon wissen. Und dann ist das der Inhalt von meiner Glossybox. Und ich bin total happy damit. Ich habe das eigentlich schon gesehen. Ich fange mal an mit dieser Geko. Ich habe diese Intensivmaske bekommen für die Haare. Die soll ich einmal eben strapaziertes Haar reparieren. Habe ich noch nicht getestet. Finde aber, dass die eigentlich ganz gut riecht. Also erster Eindruck ist schon mal nicht so schlecht. Ich kann euch mal kurz die Infos geben. Also das kleine Ding mit den 50 Millilitern kostet geschlagene 4,99 €. Und mit 200 Milliliter bekommt es für 15 Euro. Es ist nicht gerade günstig, aber ich bin mal gespannt, ob es dann auch den Preis irgendwie ja, widerspiegelt. Bin ich echt gespannt. Riechen tut es einfach schon mal gut, aber pflegen muss es natürlich. Also auf alle Fälle ist es eben pflegend und soll vor Umwelteinflüssen schützen und Glanz geben. Natürlichen Glanz. Bin ich sehr gespannt. Dann ist drin, auch ganz interessant,
wie man das jetzt wieder ausspricht, Maria Galland, ach, keine Ahnung, so schreibt man es. Aber Französisch bestimmt Galant oder so ähnlich. Ich kann kein Französisch, nur nebenbei. Auf alle Fälle sind da, ich bin total platt gewesen, weil das ist voll cool. Schaut mal da rein. Da sind 7 Produkte drin. Bin total platt gewesen, dachte mir, hey, das ist bestimmt eins und Ding. Und dann steht da 60 bis 66. Ich habe es am Anfang nicht kapiert. Jetzt weiß ich aber warum, weil das die ganzen Seriennummern sind. Ich mach's jetzt so. Ich werde für alle, die es interessiert, das Ganze am Schluss nochmal genauer erläutern. Und für die, die es nicht interessiert, die können dann wegschalten. Ich zeige jetzt einfach mal alles her, was ich drin habe, was auf alle Fälle für euch interessant ist. Und das schaue ich, zeige ich am Schluss nochmal, weil ich weiß nicht, ob das jeden interessiert. Dann habe ich bekommen, total cool, die 419 von Miss Lean, diese taubbraune Nagellack. Und ich als Nagelqueen finde das natürlich dann echt klasse, so einen Nagellack zu bekommen, weil der echt schön ist. Was schreiben sie denn drüber? Der nennt sich High Society. Ich habe zwar keine Ahnung, wo das jetzt draufsteht. Ah, hier steht's. Ah, okay. Hier steht's drauf, High Society. Habe ich zwar nicht gelesen, so weiß ich es auch mal. So, da steht dabei, ob Ton in Ton oder als Kontrast zu Knallfarben, dieser aufregende Braunton passt immer. Der Nagellack ist hochpigmentiert und lässt sich streifenfrei auftragen. Bin ich mal sehr gespannt, habe ich noch nicht getestet. Kann halt höchstens meinen üblichen Test machen, den ich jetzt immer mache. Oder den ich immer schon mache. Also der Abstreiftest, den ich immer ganz gerne mache, sieht gut aus. Also wirklich total cremig, dickflüssig, also so wie ich es gerne mag. Also ich habe jetzt gerade den von Kiko drauf und der hatte die gleiche Konsistenz und der war wirklich klasse. Jetzt bin ich gespannt, ob der auch so gut ist. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Herbsttorte, freue ich mich schon sehr drauf. Also das ist ganz was Tolles, Dankeschön. Freue ich mich. So, und jetzt was ich heute schon getestet habe und wirklich überrascht bin, weil ich echt dachte so, ach ja, wie schön. Dachte mir, das ist toll, dass es Kosmetik ist. Das hat mich gefreut, weil ich eben nicht so der Pflegeprodukt-Fanatiker bin. Deswegen habe ich mich echt total gefreut, dass ich hier drei kosmetische Sachen drin. Also Nagellack zählt für mich zu Kosmetik. Ich habe einen Vogel und deswegen ist es Kosmetik. Und ich habe mich so gefreut, dass da zwei kosmetische Sachen noch drin sind. Also richtig fürs Gesicht. Und nicht nur Pflegesachen, weil das mir einfach viel mehr bringt, als wenn ich 1000 Gesichtsmasken habe. Aber Gemasken finde ich noch ganz interessant. Alle Fälle wollte ich euch mal die kurz reviewen, weil ich die heute schon getestet habe, habe euch sogar extra Fotos gemacht mit meiner Handykamera leider bloß, aber ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen erkennbar und werde euch die jetzt einfach mal kurz zeigen, weil ich die echt, also so einfach grob, weil die könnt ihr jederzeit kaufen, L'Oreal gibt's ja überall. Ha, habe ich es eigentlich schon gesagt? Es sind Mascaras. Ich bin so konfus schon wieder. Es sind Mascaras und zwar einmal, ich zeige euch erstmal die hier. Studio Secrets Professional Mascara und zwar, wo steht's denn hier eigentlich drauf? Jetzt muss ich mal gucken. Weiße Mascara-Basis mit falschen Wimpernfasern. Ja, das sind schon falsche Wimpernfasern drin. Das finde ich total interessant. Ich zeige es euch mal vom Bürstchen her. Das ist wirklich eine, hoppala, eine weiße Mascara. Also so sieht das ganze Dingerchen aus. Das sind, wie ihr seht, so kleine weiße Fusselchen drin, also wirklich hat das so Härchen sind da drin. Ist ganz interessant. Und eben so eine weiße Masse, das sage ich jetzt mal. Und die soll die Wimpern dann durch diese kleinen feinen Fasern, diese weißen Fasern verlängern. Ich werde euch jetzt gleich ein Bild zeigen, wo ich diese Mascara aufgetragen habe. Oder mache ich es ein bisschen? Ich zeige euch erstmal ein Bild, wo ich gar nichts trage und dann direkt danach ein Bild mit dieser weißen Mascara. So, also jetzt habt ihr das gesehen, es sieht total gruselig aus, als hätte ich so Spinnweben auf den Augen. Aber es hat echt Effekt gezeigt. Ich habe dann nämlich danach diese Mascara von auch von L'Oreal, dieses Studio Secrets Professional. Und es ist eine 90 Grad Easy Mascara. Und da steht 90 Mascara mit 90 Grad biegsamer Bürste, Länge und Schwung. Kann ich absolut bestätigen. Also wirklich, ich bin, die Kombination hat mich heute echt morgens geflasht. Ich habe momentan blöde Wimpern. Ich kann sie momentan echt an die Ecke werfen. Meine Wimpern regen mich echt auf, weil die Seite, wo ich mir damals die Wimpern ausgerissen habe, die spinnt jetzt wieder total. Meint, das war die Seite. Ist ja egal. Auf alle Fälle bin ich jetzt echt ein bisschen unglücklich momentan und habe auch schon so ein Serum gekauft von,
Ja, auch L'Oreal habe ich aber gekauft letztens und das verwende ich jetzt momentan auch trotz Widersprüche von manchen. Ich habe es jetzt auch mal gekauft, weil ich einfach verzweifelt bin und ja. Ich habe einfach auch viel Gutes darüber gelesen und dachte, ich teste jetzt mal, weil vielleicht bringt es halt doch was. Auf alle Fälle habe ich diese Mascara getestet. Meine Katze wieder. Sieht so lustig aus. Wahnsinn. Das ist Anpirschen und Platz suchen. Seht ihr das? Das ist übrigens eine ganz eine kuschelige Decke und die liebt sie. Süß. Naja, lassen wir sie mal schlafen. Also, zurück zur Mascara. Ich zeige euch mal die Bildchen vorne. Also, so sieht das Ganze aus. Also, man soll das bisschen rausziehen, aber nicht ganz, sondern nur zum Teil und dann knicken. Und wenn man sie reinsteckt, muss man sie einfach wieder zurückknicken, kurz gesagt. Also, eins, zwei, drei. Also, bisschen, ja, machen wir erstmal auf. Bisschen raus. Jetzt muss ich gar gucken, wo man sie knickt, aber ich glaube, das ist immer ein bisschen schwer zu erkennen. Das hätten sie ein bisschen besser markieren müssen. Ich habe Angst, dass ich sie mir irgendwann abbreche. Aber ehrlich jetzt. Nee, jetzt habe ich es. Dann, wenn man die richtige Stelle hat zum Knicken, knickt man sie. Also, wie gesagt, das finde ich ein bisschen doof. Also, das mit dem Knicken nervt mich. Und dann hat man hier so ein geknicktes Bürstchen. Ja, ich habe es getestet, finde es total bescheuert, muss ich sagen, das Knicken. Also, ich kann so nicht gut tuschen. Die unteren gehen super damit, das muss ich zugeben. Also, unten klappt super, aber oben nervt mich total. Also, ich habe sie mir wieder gerade gebogen. Im Endeffekt ist auch total wurscht, weil die Mascara mich total geflasht hat. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Also das Auge ist wirklich ganz toll geworden. Das ist ja das, was nicht kaputt ist momentan. Und ich werde euch jetzt einfach schnell Fotos reinstellen vom fertigen Ergebnis mit der Mascara und, ja, wo ist er denn? Und dem weißen Ding. Also das habe ich im Endeffekt beides getragen und das zeige ich euch jetzt ganz schnell. So, habt ihr es gesehen? Das sieht doch echt klasse aus. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier erkennen könnt, weil hier ist die Kamera ein bisschen doof, aber sie haben Schwung, sie haben Länge und für das, dass sie momentan echt lästig sind und wirklich gar nicht funktionieren wollen, sehen sie gut aus. Und ich bin echt total happy. Bin wirklich happy. Ich habe wieder einigermaßen schöne Wimpern, weil momentan, ich habe echt meine Volume Middle Lashes und meine falsche Wimpern. Von Evelyn, diese habe ich ja mal hergenommen. Sind auch super Mascaras. Habe ich auch wirklich ewig getragen, war nie ein Problem, aber jetzt irgendwie hat es nicht mehr hingehauen. Es hat mit denen nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht warum, fragt mich bitte nicht. Ich bin ganz verzweifelt gewesen, was mich so genervt hat, weil meine Wimpern so doof waren. Und jetzt sind sie wieder schön. Ich habe wieder meine Mischung gefunden. Das ist echt klasse. Was ich trotzdem ganz gern mache, ist, das ist ja mein altes Bürstchen und mein neue Mascara, die habe ich jetzt neu gekauft. Habe mein altes Bürstchen da reingemacht, weil das andere mag ich nicht. Das ist das Breite hier. Auf alle Fälle mache ich das trotzdem noch ganz gerne, dass ich mit der noch nachtusche, weil die sehr flüssig ist und nur noch mal so eine Schwärze gibt. Das ist die Extra Black oder Black Drama, so heißt die. Und das gibt noch mal eine extra Schwärze und das mache ich trotzdem noch ganz gerne. Also zudem dazu verwende ich dann noch ganz gern die. Aber ich bin happy. Wenn es morgen wieder so gut funktioniert, dann bin ich total happy. Wenn es nicht funktioniert morgen, werde ich auf alle Fälle jetzt irgendwo hier eine Notiz hinschreiben. Nein, nicht an meinem Blatt. Irgendwo hier ins Bild, wo ich dann schreibe, waren eine Eintagsfliege oder irgendwas. Wenn hier nichts steht, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ich echt happy bin und jetzt eine neue Wimperntusche gefunden habe. So. Also das war jetzt eigentlich eine kurze Review. Eine kurze, ja, erster Eindruck-Review und ja. Und jetzt nochmal ganz kurz für alle die, die es nochmal wissen wollen, zeige ich nochmal ganz kurz die Produkte hier einzeln, für die das nicht interessiert, und die wohl nur noch diese, ja, Review anschauen wollten. Ihr könnt jetzt ausschalten und seht mich im nächsten Video hoffentlich dann wieder. Und ich hoffe ganz arg, dass ich euch wieder sehe, lese oder wie auch immer. So, und jetzt mache ich für die anderen mal kurz nochmal eine genaue Review, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe es noch gar nicht getestet, das ist alles noch unbenutzt. Aber ich lese euch mal kurz vor, was da alles drin ist. Also, einmal haben wir einen Make-up-Remover. Das ist so ein kleines Fläschchen mit so einem, ja, weiß, also durchsichtigen Zeug, aber ein bisschen dickflüssig, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Dann ist hier drin eine Silky Soft Lotion. Also da stehen immer Nummern drauf. Das ist schon die 64. Ich glaube, das müsste man durchnummeriert verwenden. Das ist flüssig, komplett flüssig. Dann haben wir hier die Nummer 60, ein Cleansing Gel. Das ist halt so eine Tube. Das sehe ich jetzt natürlich nicht, die Konsistenz. Aber ich habe schon mal dran geschnuppert und es riecht ziemlich parfümiert, muss ich leider sagen. Also ich
bin mir nicht sicher, aber ich bin ja ein Klinikfanatiker und Klinik ist ja absolut ohne Parfüm. Deswegen weiß ich nicht genau, wie ich jetzt auf parfümierte Pflegesachen reagiere. Also außer von Nivea, die haben auch Parfüm drin. Dann haben wir hier ein Wachspeeling. Das ist das kleinste Tüpchen. Ist auch ganz lustig. Das ist so gelartig. Seht ihr das? Da ist so geliges Zeug drin. Das soll angeblich ganz fein sein. Ich habe es mir durchgelesen. Ganz feinen Schleifpartikelchen. Also wirklich ein ganz sanftes Peeling. Also ein Wachspeeling. Dann ist hier drin eine Cleansing Cream. Das ist eine Reinigungscreme, Sprachfehler. Das ist eine reichhaltige Reinigungscreme. Und die riechen alle so. So parfümiert. Nicht schlecht, aber parfümiert. Ja, auf alle Fälle ist es so, ist so eine milchige Creme. Na toll. Ja. Bin ich halt ein bisschen voll. So, das waren. Ja, riecht echt ein bisschen stark, aber naja, mal gucken. Dann haben wir hier noch, was ist das? Eine Gentle Cleansing Milk? Ach, keine Ahnung. Weiß es nicht. Ich zeig's euch mal. Also so sieht es aus. Und das ist eine extrem milde Reinigungsmilch. Scheint auch dickflüssig zu sein. Und dann haben wir hier noch ein Hydrating Lotion. Ich und mein Englisch. Ihr werdet mich wieder auslachen. Ich sehe euch hinter den PCs sitzen und lachen, weil ich so schlimm bin. Das ist ein alkoholfreies Gesichtswasser. Das ist wieder flüssig. So, das sind die Produkte, die hier drin sind. Wie gesagt, ich habe noch nichts getestet. Ich kann bloß sagen, also, dass es ein bisschen Oma-mäßig riecht. Ein bisschen. So ganz kleines bisschen. Also es geht. Aber es riecht ein Ticken zu erwachsen, würde ich jetzt mal für mich selber sagen. Also ich würde sagen, nein, ich sage jetzt nichts, weil wenn ich über das Alter rede, dann wird es wieder irgendwie unangenehm für manche. Nein. Also auf alle Fälle riecht es sehr, sehr reif, sage ich jetzt mal. Vom Alter her ist nichts, glaube ich, für U20. Definitiv würde ich jetzt sagen, so mein Eindruck. Vom Geruch her nur. Aber von Pflegewirkungen und dem allem kann ich noch gar nichts sagen, weil ich ja noch nichts getestet habe. Bin aber sehr interessiert dran, weil ich mal einfach gerne neue Sachen ausprobieren. Also ich bin zwar ein eingefahrener Klinik-Fan und denke auch nicht, dass ich da jetzt weggehen werde davon, aber ich werde es auf alle Fälle testen und das finde ich auf alle Fälle sehr interessant. So, und das war jetzt meine Glossy Box für den August. Da ist eben auch dieses Kärtchen schön drin gewesen. Ach ja, ich habe die Preise vergessen. Tut mir leid. Der Nagellack kostet 4,95 €. Da steht leider kein Preis dabei. Schauen wir, das muss ich noch den Einzelpreisen suchen. Und wo steht's denn? Dieser weiße Base von L'Oreal kostet 12,99 €. Und dieses 90 Grad Easy Mascara kostet 13,99 €. Das sind die Preise von den Sachen. Dann habe ich ja gesagt vorhin. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, freue mich tierisch über die Sachen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Glossybox, dass ich das testen durfte. Ich freue mich wirklich, wirklich drüber. Und ja, würde mich natürlich auch total freuen, die nächste wieder testen zu dürfen, ist völlig klar. Ich hoffe jetzt ganz arg, dass ihr mich jetzt in den Kommentaren nicht zerlegt, weil ich bin einfach happy. Ich freue mich einfach. Und ich denke, wenn meine Haare jetzt mal besser liegen würden, könnte ich weiterreden. Sag, also ich gucke jetzt mir das Ganze nochmal an. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Glossy Box mir nochmal, was ich welche schickt, weil es einfach total schön ist, die zu testen. Es macht einfach Spaß und ihr wisst ja, ich bin einfach nicht so reich und deswegen freue ich mich natürlich, das so zu testen zu dürfen und ja, Dankeschön. Und jetzt würde ich sagen, ja, eine Information habe ich noch für euch, die haben sie mir noch zugeschickt, weil ich es total interessant finde. Und zwar gibt es jetzt auch dann bald Glossy Box for Men. Die gibt es, weil ich weiß, glaube ich, nur viermal im Jahr. Wenn ich irgendeinen Blödsinn laber, schreibe es einfach hier hin. Die gibt es nur viermal im Jahr und kostet, soweit ich es gelesen habe, 15 €. Und das sind natürlich dann Männerprodukte. Also finde ich auch sehr interessant. Werde ich mal gucken, ob mein Freund das eben interessiert. Aber auf alle Fälle würde ich es mir mal anschauen und ob da interessante Produkte drin sind und dann mal gucken, ob ich da eben mal eine kaufe oder wie auch immer. Auf alle Fälle finde ich das ganz interessant, dass es auch für Männer gibt, weil es gibt eben auch Männer, wie der Michael Hörner zum Beispiel, ne, der wird sich jetzt ins Fäustchen freuen, dass es endlich was für Männer gibt. Ich kann es auch total nachvollziehen. Michi, schöne Grüße an dich hier. Ich denke, du wirst dich jetzt echt freuen. Yippie, Männerprodukte. Und ja, für alle anderen Männer, die es testen wollen, das verstehe ich total und freue mich für euch, dass es jetzt einfach mal was für Männer gibt. Gibt es ja nicht so viel. Ja,
Dann würde ich sagen, ach genau, und es gibt noch ein Gewinnspiel. Ich werde euch die Infos dazu, also bei Glossybox.de gibt es ein Gewinnspiel. Ich werde euch die Infos dazu einfach in die Infobox schreiben. Da könnt ihr mal lesen, wo ihr da mitmachen könnt, wie lange es noch läuft und so weiter. Steht einfach alles hier unten. Also wer beim Gewinnspiel mitmachen will, lesen. Also, würde ich sagen, höre ich jetzt auf zu quatschen. Das Video ist unglaublich lang geworden. Es tut mir echt leid, aber es war einfach nur eine kurze Review dabei. Und zwar diese hier. Und die finde ich toll. Und ich freue mich wie ein Schnitzel. So, und jetzt höre ich auf zu quatschen. Leute, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich ganz arg. Tschüss.